Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge F1 2018. Mit dabei ist der Mike. Hey Leute. Wir sind in unserer Multiplayer-Karriere im dritten Rennen jetzt hier beim Renault. Und zwar erstmal aufs Wetter gucken. In China, drittes Rennen logischerweise. Kein Regen, sehr gut. Das ist geil. So. Und sonst so Leute, wie geht's euch? Ja, da bleibe ich jetzt noch ein wenig. Mann, was mach ich? Ja, ihr könnt gerne bei beiden wieder vorbeischauen oder beide Videos einfach parallel öffnen. Beide Kanäle rechts um meinem i verlinkt. Ansonsten das letzte Rennen noch anschauen, das war krass. Wir sind beide echt gut dabei. Schwierigkeit haben wir jetzt mal so gelassen. Das Rennen hier nehmen wir direkt nach dem Rennen vom Bahrain gerade auf, also direkt im Anschluss. Und danach gibt es eine lange, lange Pause. Da werden wir dann auch auf eure wieder Bremskraftverteilung. Da werden wir dann auch wieder auf eure Vorschläge eingehen können und dann sehen wir mal weiter, was nach China kommt, habe ich keine Ahnung. China ist eigentlich eine coole Strecke. Ja. Eigentlich. Aber für ein Renault, also die langen Geraden und so. Ja, sind gar nicht so übel, also für einen Red Bull ist er nicht viel besser. Ja, für aber Red Bull hat immer noch irgendwie ein besseres Auto als Renault. Naja, in den Kurven mehr. Also auf der Geraden glaube ich nicht mal. Weiß ich nicht. Ich schaue dir ein bisschen zu. Und weiß ich nicht, soll ich cutten oder ist das blöd, wenn einer cuttet und der andere nicht? Keine Ahnung. Ist mir egal, egal. Ja, wenn ich dann denke, mache ich einen Cut hier, hui. Weil wenn ich dir jetzt zuschaue, das sehen die Leute ja aus deiner Sicht, also... Von daher. Schneide ich raus. Ja, wie das letzte Qualifying. Jetzt habe ich sie gegeben. Ah, Mann. Ja, ich kann kurz mal. Ist es schlecht, wenn ich aus F1 raus tap? Ja. Dann lassen wir das. Dann muss ich am Handy gucken. Junge, wie schnell der hier fährt. Bist du nicht mal in einer gezeiteten? Boah, nice. Tempo da wurde gerade gemessen bei dir. Alter. Siebter, ja, lol, es wurde geändert. Siebter bist du. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Und jetzt. Ab geht's, die Zeit. Ich hoffe, die sind jetzt in dieser Streckenrunde nicht so langsam. Weil in dieser Kurve ist man ja eigentlich immer so ein bisschen schneller auf jeden Fall als die Bots. Ja, das stimmt. Ah, stimmt, das stimmt, stimmt. Naja. Schau ich nachher nochmal. Oh, wie krass ich hier gerade fahre, Alter. Wow, ich bin komplett begeistert. Hol dir gleich einen vor mir ein hier. Was ist da los? Ja, das war schlecht, das aber egal, ist ja nur meine erste Testrunde so. Wie sich das Ganze hier auf der Strecke verhält, ich will ja jetzt nicht gut fahren. Ach, du willst nicht gut fahren? Ja, ich fahre extra schlecht. Ja, kein Bock. Temporadar bist du übrigens Zehnter jetzt, also. Oh ne, Dritter, oh! Du hast gerade, die messen es irgendwie hier auf der Geraden, du bist, hast ja, jetzt logischerweise machen die das da. Ja, das... Halt der Mull. Mann. Wo sollen sie es sonst lassen? Ja, hier zum Beispiel auf der Startziel. Das war ja überhaupt keinen Sinn. Oh nee. 1,35,9, wie gut bist du denn? War vorher die schlechte Runde. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Lewis Boxen, Hamilton ist auf jeden Fall 36,6 gefahren. 36,6? Ja. Ja, sag ich ja, dass meine Runde schlecht war. Hä? Ja, nicht mal eine Sekunde besser. Ja. Ja, stimmt. Ach komm. Asuakwaf. Ja, passt schon. Also ich glaube schon, dass ich selbst noch eine Sekunde besser fahren kann. Ich würde sagen 1,29.
Mindestens. Also du, nicht ich. Ja. So gut bin ich nicht. Lass den jetzt so reinfahren, weil ich gerade irgendwie meine Kopfhörer rein und raus machen muss. Derzeit sind viele Teams draußen, die schon gefüllt aus. Ja, ich sag ja einfach keinen Bock mehr. Oh Gott, ich fahre nicht schnell, ich lasse einfach den Bot in die Box die komplette Runde fahren. Die nein, nur so ein bisschen, weil ich meine Kopfhörer rein und raus machen musste. Jetzt gleich übernehme ich wieder, wenn er hier auf dem Garten ist. Dann bringt's. Ja, die Sicht ist ja so ein Scheiße. Der wäre doch eh nicht selbst in die Box gefahren, oder? Ich habe ihm Boxenstopp gesagt, keine Ahnung. Was er gemacht hätte. Ich meine, er hatte ja auch jetzt noch 1,1 Benzin, also damit kann er auf Max nicht fahren. Ja, als ob der das rafft. Du kennst doch hier Perez und so, die fahren erstmal 10 Runden, irgendwie so 4 km/h. Die gehen auch nicht an die Box, die fahren einfach ewig lang. Oh nee, die Boxenfahrt ist aber hier so häselig. Ja. Ich sehe das gerade bei dir und denke mir so, ach nee, ist ja dieser Scheiß. Richtig häselig. Ja, ist ja so. Immer die ganzen Bux und häselig. Aber möchte es rausfahren? Und Adler? Nee. Noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit, ja. Ich muss noch was am Handy nachgucken, ist ganz wichtig gerade. Fahr einfach ganz am Ende, wenn alle rausfahren. Einfach gar nicht fahren. Kann passieren. Ich muss auch von Platz. Ich muss noch 20. was am Handy nachgucken. Erster zu werden. Ich fahr jetzt raus. Echt? Wir sind auch alle auf der Strecke. Ja, das ist der Plan. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Wo kann man das denn hier nachschauen, Alter? Mann! Nee, ich fahre noch nicht. Sind ja noch 7 Leute in der gezeiteten Runde. Dann halt nicht. So, ja, die 7 Leute noch in der gezeiteten Runde. Das ist halt so. Richtig dumm. Ja, Schmann. Ja, das ist gut hier. Das merke ich mir. Das schreibe ich mir raus. Junge, Van Dochen kickt mich erstmal fast. Ja, bitte. Roter Frontflügel. Nein! Ich hab ihn. Was war das denn für ein Bug? Ich bin ihm nicht reingefahren. Lol, nee, das sehe ich jetzt gar nicht ein. Ich bin ihm nicht reingefahren, ich weiß nicht, was es war. Und er hat einfach trotzdem einen Quersteher direkt vor mir gehabt. Und ich wäre ihm dadurch fast reingefahren. Guckst du mir gerade zu? Kaputt. Ja. Geil. Nee, ist nicht kaputt. Leckt aber irgendwie voll beim Zugucken bei dir. Echt jetzt? Bei mir nicht. Also bei mir hat es nicht geleckt. Leckt das irgendwie. Ja, ich fahre eh erst nochmal hier ganz entspannt. Auf ganz relax mache ich jetzt hier. Diese, oh nein, dafür hasse ich diese Map. Weißt du noch, letztes Jahr, diese 2 Kurven, vor allem die erste, da bin ich so oft rausgeflogen. Ich sogar mit dem Ferrari damals in der 2017er Karriere. Oh nee, ey. Eigentlich voll der Rückschritt, von Ferrari zu Red Bull, jetzt zu Renault. Gleich fahren wir mit Sauber. Nee, nächste Saison würde ich sagen hier. Ja. Ja, genau. Ich will ja kein Mercedes, die sind häselig. Ja, eigentlich muss man schon. Also ich mag ja Mercedes eigentlich, also nicht im Formel 1, sondern allgemein. Ja, darf. Mag die auch, aber. Genau, ich werde so mir wahrscheinlich irgendwann auch so einen krassen Mercedes kaufen. Ja, ich gönne mir auch einen. Ich habe schon 3 in meiner Garage stehen. Ich habe schon 3 erstmal gezählt im Kopf. Wie viel waren das nochmal? So, jetzt drück mir die Daumen. Wisst ihr, die Strecke ist perfekt. 7. Ja? Ja. Doch, schon so. Oh. Ja. Das können wir knicken. Du hast mir eh nicht zugeschaut, das finde ich gut. Nee, ich fahre gerade selber raus. So, ich kann auf jeden Fall keine Schnelle machen. Das ist gut. Ich bin einfach nach der. Hast du schon abgebrochen oder fährst du trotzdem noch schnell? Nee. Ich bin hier, ne? Als ich in die Schneckenkurve reinfahren wollte, bin ich einfach geradeaus durchgefahren. Nach dem Startziel. Ich habe gar nicht gebremst. Ich war gerade so mit meinem Mercedes mit den 7 beschäftigt. Ja, aber musst du nachdenken, wie viele du hast, ne? Ja, ich war gerade auch am Zählen, so 4, 5, also ich habe nicht ganz so viele wie du hier.
Nee, ich werde mir wahrscheinlich echt einkaufen. Ich habe mich tatsächlich jetzt mal for real, das vielleicht interessiert, dass du sogar welche, nee. Umgeschaut. Ich meine, ich habe hier meinen Führerschein jetzt, bald, hoffentlich. Und wahrscheinlich werde ich mir kein Auto kaufen, weil ich ja erst 17 bin und begleite fahren und, ne? Aber wenn ich dann 18 bin und mir ein Auto kaufe, wobei nicht direkt mit 18, aber mit 19 oder so, dann wird das direkt Mercedes, da kenne ich gar nichts. Ich habe da schon so einen krassen nee, das ist zu viel, aber ich habe da schon einen coolen gesehen, also es gibt den die eine C-Klasse, die C200 ist das, glaube ich. Die haben so ein neues Modell rausgebracht, das ich eigentlich ganz sexy finde. Direkt neue Wagen. Nein, der ist schon ein bisschen älter, aber davon gibt es mehrere Modelle und das neueste ist das coolste eigentlich. So, jetzt. Oh, ich bin 20. Was wäre schon schwach, wenn du nicht direkt das teuerste Auto holst. Ja, also ganz ehrlich, also ich weiß ja nicht, ich will mein Geld ja nicht komplett rausballern. Aber man hat ja 2 Jahre Probezeit und da ist die Versicherung noch recht hoch. Und man hat nicht nur 2 Jahre Probezeit, sondern mindestens bis 21 hat man Probezeit. Nein, 2 Jahre. Nein, 2 Jahre oder bis 21. Nein, du lügst. Ja. Können wir eine schnelle Runde übrigens abbrechen? Ja, dann halt mit 21. Auf jeden Fall, wenn diese Dingens rum ist, dann sinkt ja die Versicherung. Und ab dem Zeitpunkt würde ich mir auf jeden Fall so ein Auto kaufen. Vorher nicht, weil es wäre schon ein bisschen übertrieben. Und ich fahre ja auch, wie gesagt, erst begleitet fahren und so, das ist eigentlich mit den Eltern dann. Aber ja, da kenne ich nichts. Also ich habe eine lila Zeit, ich hoffe, dass sie gut ist, ich weiß es nicht. Bin auf jeden Fall 8 Sekunden besser als gerade. Nee, lila Zeit ist nicht gut. Ja, ja, ich wollte ja 1,29. Du hast, glaube ich, irgendwie 1,35. Ja, 35,9 habe ich. Aber die war auch nicht gut. Ja, 29 habe ich. War ja auch erst gerade schon 2. Weißt du, was ich einfach glaube? Maps, dieses Temporadar ist bei den meisten Maps so, dass ich da schon bremse. Und das deswegen kann sein, wird ja dann, also dass ich dann schon vorher bremse, ein bisschen früher oder so, deswegen wird das nicht gezählt. Boah, die war auch nicht so angeber. Krass. Ey, was? So krass war die jetzt nicht, ich bitte dich. Wie was war deine noch? Das ist ja 9, ne? Also. Ja, 18. schlechter. Ja, also. Aber meine war ja auch nicht gut. Ja, eben. Aber ich habe keinen Bock mehr, das reicht mir schon. War jetzt meine schnelle. Ja, ich kann ja nicht. Ja, du bist sowieso schon sicher erst. Ich hab kein Benzin mehr. Ich fahr einfach rein. Ich habe gar keine schnelle, eine schnelle nur gefahren. Also das Qualifying, da habe ich mir richtig gegönnt. Boah, für die Leute, die, das ist schon ein bisschen länger her, aber für dich, Jan, ich habe einfach Mittwoch praktische Fahrprüfung. Ich habe so Angst. Echt? Am Mittwoch, am Donnerstag hat meine Freundin. Echt? Ja. Krass. Aber, ja, bei mir ging es eigentlich relativ schnell. Das war auch so angedacht. Jetzt ist 4/10 schon schneller. Ich habe ja am 20. Mai Geburtstag und ich wollte bis dahin auf jeden Fall meinen Führerschein haben. Das sollte hinhauen. Sei denn, ich fall durch. Aber ja, wie gesagt, auf jeden Fall ging es relativ schnell. Das war schlecht. Ich warte auf dich, okay? Ich kick dich. Nee, ich brech ab. Ah. Kann ich dich trotzdem kicken? Nein. Nein. Hier ist gelbe Flagge, weil ich so langsam fahre. Obwohl, ich habe ja Benzin, aber ich habe keinen Bock. Ich fahre, glaube ich, noch eine Schnelle jetzt. Was bist du denn für eine? Hab's drauf. Ich fahre gerade so mit 20 km/h in die Box. Ja, kann man schon mal auf die entspannte Tour nehmen, ja, so ein Rennen hier in China. Ich meine, ich habe ja schon ordentlich Punkte abgesagt. Kann man jetzt auch mal ein bisschen entspannter fahren. Du musst die Runde ja nur nehmen, wenn ich weiß, dass ich dich auch damit überholen würde. Ja, ist ja sonst nicht logisch, weil ansonsten nehme ich meine Reifen, die halt nicht so gut abgebraucht sind, weißt du?
Bin jetzt gespannt, meine Reifen müssten jetzt deutlich weniger Abnutzung haben als sonst. 7% vielleicht. Vielleicht sogar noch weniger, vielleicht auch mehr. Okay, das war bis jetzt keine gute Runde, leider. Egal, ein bisschen Test fahren. 10% auf den Reifen? Ich dachte weniger. Was, habe ich also sogar weniger? Was habe ich denn getan? Ich würde sagen, ich nehme Intermediate. Okay, ich breche ab, das kannst du alles vergessen. Aber im zweiten Sektor bist du besser als ich. 2/10. Und insgesamt bin ich trotzdem... Ja, hätte ich die andere gezeitete Runde genommen, wäre ich auch im ersten Sektor besser gewesen, aber... Nee. Der dritte Sektor ist noch bei mir nicht so gut. Im ersten war ich... Also du wärst besser gewesen, aber nicht besser als ich. Dein erster ist richtig schlecht. Ja, ich weiß. Also mein erster ist 6/10 besser als deiner. Ah ja, okay. Ich hatte ungefähr 4/10, ein bisschen mehr als 4/10. Mich verbessert. Dann wärst du ungefähr so wie Hamilton gefahren, weil Hamilton ist 4/10 besser. Echt, der ist da schneller gefahren? Hamilton ist 4/10 besser als du. Und Vettel ist 3/10, ebenso wie Raikkonen. Verstappen ist auch schneller gefahren als du. Bottas auch. Sogar Perez ist schneller gefahren als du. Ja, leck mich. Also bis Platz 8 sind alle im ersten Sektor schneller gefahren. Und im letzten war es nicht so gut, aber da bist du auch nicht so schlecht gefahren. Habe ich dich getröstet? Nee. Aber aufgemuntert schon, ja. Nee. Nee? Nein. Okay. Aber naja, egal. Ich bin ja im zweiten Sektor der Schnellste. Nee, der wichtigste Sektor. Und ja, den ersten kann ich auch noch schneller und... Ja, genau. Der dritte Sektor, ich bin einfach im ersten, nur, ich bin einfach im ersten nur so schnell, weil ich einfach geradeaus durchgefahren bin. Liegt einfach daran. Ja, ich habe 8% Abnutzung auf meinen Reifen nur. Hä, ja, das verstehe ich jetzt nicht. So, also, Plan. Wir sehen jetzt nochmal... Nichts. Doch, erst und zweiter. Oh, schon geklappt. Wieder, ey. Und jetzt mal erster Teil ins Ziel kommen. So einfach. Ja, das wäre nicht schlecht. Du kannst sogar gerne Erster werden. Hast du ja, Bock? Weiß ich, ja, habe ich. Ja, ich werde trotzdem Erster. Ja, aha! Ich kenne nichts. Null-Bock-Strategie mache ich. Einfach. 2 oder 3. Minus 12. Minus 12 Bocks. Ah, Mann. Ich nehme genau 28 Benzin. Ich nehme weniger mit. Ja, das geht sogar, oder? Ja, das geht. Ich mache 29. Ich nehme so 26. Nein, Schmarrn, das machen wir jetzt nicht. Du verdienst doch sowieso auf Standard ganz viel Plus hier. Kannst du auch machen, dann bist du so direkt so, hast du 20 Sekunden Vorsprung, wenn du bei der ersten Kurve bist. Könnte man eigentlich machen. Nee, machen wir nicht. Ich mach hier 28,4. Das könnte man mal machen, wenn ich irgendwie so im letzten Rennen, wenn ich so weiß, ich bin schon Meister oder so. Ja. Gar kein Problem. Okay, wie war das Losfahren? Eher so, wie war das los? Ja. Reifen drehen sich. Es war gut. Ich hatte richtig viel Spaß. Bin du Erster. Du musst einfach gleichzeitig sagen. Bin Alter. Erster. Alter, bist du doof. Ja, du fährst immer wie so ein Gestörter. Alter, Jan, Mann. Oh. Du bist links und rechts und... Oh, ja, scheiße. Ist doch hier meine Facecam ist hängen geblieben. Reifen warm fahren, ey. Ja, Leute, wir sind schon da. Wann kommen die anderen denn endlich? Ich hoffe, die brauchen noch ganz lange. Ich muss meinen OBS neu starten. Alter, dass die auch immer auch fahren dann noch. Warum? Ja, was? Also nicht? Ja, wenn wir schon geportet werden, warum können dann nicht alle geportet werden, Mann? Ja, das Spiel weiß ja nicht, dass wir... Ne, und so weiß Bescheid. Nee. So, jetzt hier, ich nehme wieder auf, da war irgendwie was mit missgeschickt. Buck. Aber wir hatten jetzt nicht 5 Rennstarts schon.
Wieso kann man jetzt nicht alles einstellen? Ich bin einfach in jedem Rennen einfach disqualifiziert. Immer einfach. Jedes Mal in der Einführungsrunde. Ja, sogar in dem, was du rausschneiden musstest, weil wir da den PC-Absturz hatten. Was ein Profi. Ich bin so ein richtiger Held, bin ich einfach. Ja, ich wurde als Abgestürztes nicht disqualifiziert, möchte ich einfach nochmal sagen. Mhm. Ja, also zweimal wurde ich schon nicht disqualifiziert. Und bis jetzt war es immer nur wegen Mike. Ups. Synchro. Naja, aber Mann, an sich mache ich das jetzt mit Absicht immer. Also es hat ja bisher immer ganz gut funktioniert. Danach bist du immer richtig schlecht gestartet. Und ich habe mir das ja auch auf Hotkeys gelegt, was du auch immer noch machen könntest. Was? Ja, dieses ERS und so. Nee, das ist ja für Anfänger. Dann kannst du... Ja. Ja, weil der in echt hat ja auch Knöpfe auf seinem Kackdenker. Nein, 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 nicht. Ja, Mann. Ja, lol, bei mir war es automatisch oben. Habe ich wahrscheinlich nicht runtergestellt. kann auch passieren. Guck mal, mein Start war wieder exorbitant gut. Oh Gott. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich dich richtig schneide. Hätte ich auch gemacht, aber ich habe gesehen, dass du zurückgesteckt hast. Zum Glück. Ja, habe ich. Und dann hat Hamilton die Chance genutzt, dieser Assi. Ja. Aber überholt wieder. Echt? Ja. Sau geil. Boah, jetzt wieder 28 Runden, weißt du, habe ich gerade bei Rhein hinter mir. Jetzt schon wieder diese Scheiße hier, ey, ohne Müll. China finde ich besser als bei Rhein. Ja, ich auch, aber trotzdem 28 Runden, das ist... Boah, Safety Car Action, richtig lange Safety Car Action beim letzten Mal, so. Boah, was machst du da schon wieder? Was ey, wenn man hinter Mike fährt, hört da rein. Ja, ich bin halt Erster, deswegen fahre ich gar wieder schnell. Ich mach zu! Alter, ich hab dich. Ey, ich lass dich. Ey, Alter! Ich werd dir fast aufgefahren. Doch auf. Mann, wie schlecht du wieder fährst. Was? Du wärst schlecht! Ich könnte dich die ganze Zeit überholen, Mann. Aber ich hab jetzt. Dich ja auch! Ich hab jetzt keinen Bock auf Beef. Ja, also der erste fährt einfach immer schlechter. Oh Gott, es ist RIP. Alter, was machst du? Sorry, ich nix. Du hast mich voll angeschubst und ja, mit meinem Reifen. Wie unfair ist das denn? Ich hab das geplant. Ich hab's halt echt geplant, aber ich dachte nicht, dass es klappt. Also. Erstmal mich als Brems. Nein, ich hab gemerkt, dass ich nicht so stark bremsen kann, ohne auf dich drauf zu fahren. Und dann wollte ich halt ausweichen und dachte, oh Gott, wenn ich ausweiche, dann ramme ich dich in der Kurve weg. Und dann bin ich so ein bisschen... Ja, dann nach links ausweichen. Ja, genau, aber geradeaus weiterfahren wieder. Dann, ja. Dann bin ich halt so ein bisschen mit meinem Reifen an deinen Reifen gefahren und deswegen war eigentlich taktisch klug, dass das... Also es war auch nicht richtig geplant, aber dass das funktioniert hat, war auf jeden Fall krass. So wurdest du zwar ein bisschen gekickt, aber ich habe nix, keinen Schaden, du bist immer noch weiter vorne. Also ich habe vielleicht einen Schaden, aber jetzt nicht an meinem Auto. Ne? King of Comedy, Alter. Oh Mann. Wärst du auch auf Fett? Nein, auf Mager. Echt? Ja. Ich war auf Fett. Ich bin wieder an dir dran, nein, Spaß. Ich habe auf jeden Fall Abstand. Finde ich auch cool. Gar keinen Bock auf Beef. Und ich habe auch Abstand zu Hamilton, zu Vettel. Ich weiß nicht, was die wieder machen. Stimmt, Alter, guck mal, wie die da im Pool fahren. Hochstellen. Ja, wir sterben nicht mehr ganz so häufig. Ja, weil wir gut selber sind. Weil wir nicht selber abfliegen, sondern nur noch nur durch andere Crashs. Ja. Wir sind einfach zu gut. Deswegen fliegen wir nicht selber ab. Also ich glaube, wir können die Schwierigkeit nochmal irgendwie auf Maximum oder so. Ja. 100. Ne, 900 hast du ja vorhin gesagt. Die Rennkommissare.
Also wir haben jetzt schon auf 99 und jetzt müssen wir 100 stellen. Ja, ich wollte das beim letzten Mal nicht sagen, weil das wäre Angeberei, weißt du? Ja. Wollen wir auf deinem Kanal haben, das nicht mal mitbekommen. Stimmt. Hey, hi. Ja, das war geplant, dass man das auf meinem Kanal nicht mitbekommt. Nein, einfach, das hat eigentlich gar keiner mitbekommen. Weil ich hab doch gesagt, dass ich rauscutte, weil ich deine Fahrt jetzt nicht unbedingt filmen will, weil man die ja eh bei dir sieht, hab ich gesagt. Das war das Rennen, hast du das gesagt. Das hast du im Bahrain nicht gesagt, das hast du dieses Rennen gesagt. Ja. Das glaube ich jetzt nicht. Letztes Rennen cuttest du nicht raus. Na dann. Wow. Wow, ja, ciao. Notausgang. Ich konnte noch vorher bremsen, aber es war nicht... Ah, jetzt fällt mir ein, ich habe wieder hier Vorderbremskraft nicht. Jetzt funktioniert es besser. Ich komme. Reifenabnutzung. Ich habe Vorderradbremskraftverteilung, aber ich sehe gerade... Das habe ich nicht gemacht und auch in dem Qualifying nicht. Ich bin so ein dummes Stück. Ich habe es auf 64, nee, 66 habe ja, ich stehen. Deswegen habe ich mich auch vorhin verschätzt mit dem Bremsen. Ja. Yeah. Deswegen bin ich dir auch draufgefahren. Ja. Also so kann ich echt besser bremsen und auch die Reifen sind dann viel krasser. Wobei, wir gehen ja eh gleich an die Boxen, ne? Runde 4 oder so schon. Willst du gehen? Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Ich wäre gerade fast gegen die Wand gefahren. Auf der Startziel. Weil ich auf das hier, ne, auf die Reifen und so geschaut habe. Richtiger Profi. Naja. Kann eigentlich noch eine Runde. Ich würde gerne nächste Runde erst. Alles klar, dann fahre ich. Auch wenn ich keinen Bock habe, da im Pulk rauszukommen, aber ist mir jetzt mal egal. Muss ich auch mal mitmachen. Du kannst ja auch, also... Du kannst auch nächste Runde. Du kannst auch übernächste Runde. Ja, das kannst ist auch viel machen. Zu spät. Wieso ist das viel zu spät? Da ist das Boxenstoppfenster 4 bis 6. Oh, wie ich fahre, Alter. Ich war auch gerade schon voll schlecht, wie gerade. Ich, auf der Strecke hole ich aber auf jeden Fall ein bisschen mehr Benzin wieder raus. Also hier würde ich sagen, kann ich gleich so minus 1 bis 2 fahren. Aber das mache ich erst mit den neuen Reifen, deswegen eher so minus 1. Können wir hier ERS hochböllern. Ich probiere, weißt du was ich probiere? Ja, das. Naja, das probiere. Nee, weiß ich nicht. Das ERS-Management ein bisschen auf den Geraden einzusetzen und in den Kurven dann runterzustellen. Das wäre schon krass. Das mache ich die ganze Zeit. Nein, mache ich nicht die ganze Zeit, aber habe ich. Also, ich habe es manchmal so versucht, das zu machen. Ich hasse diese Box. Ja, jetzt habe ich es hinter mir. Oh, trinken wir mal einen Schluck, Leute. Mein Trinken ist schon alle. Elf Gott. Ich finde Strecken, wo man mindestens zweimal an die Box muss, viel, viel spannender. Nee, ich finde einen Box immer besser. Ich würde ja sagen, also ich fahre eigentlich immer mit Weiß und Orange. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Junge, dieser Boxenstopp-Assistent, Alter. Gibt's nicht jetzt noch härtere Reifen, diese hellblauen? Nee, ich glaube, oder? Ich dachte, orange sind die härtesten. Nee, das war letzte Saison. Echt? Diese Saison gab's doch neue hellblaue. Stimmt, die hatten neue. Waren das härtere? Ja. Wer will mit denen Es gibt denn ja jetzt diese pinken. Ja, die noch krasser sind als lila. Genau. Hypersoft, ja. Und dann jetzt aber auch noch diese blauen. Lila. Die kommen nur irgendwie... Alter, er drängt mich ab! Was bist du denn für ein Spast, Eriksen? Wie vierter bist du? 12. Ich bin bei richtigen Bobs. Boxenstopp! Bei richtigen Bobs bin ich hier. Das ist richtig assi gerade. Das ist echt nicht so geil, was hier abgeht. Aber ich kann mich aufs Mager und ein bisschen so einfahren, das ist alles super. Und die Schnelligkeit des Renault können wir jetzt gleich mal ausnutzen. Was für eine Schnelligkeit. Ja, ich glaube, das ist krass. DRS müsste ich eigentlich auch kriegen. Aber ich überhole ihn auch so. Guck mal, diese Schnelligkeit.
Komm, ja. Okay, der fährt an die Box, der fährt an die Box, der fährt. Alle fahren an die Box. Okay. Ich könnte vielleicht. Oh nee, der fährt nicht an die Box. Oh, das war nicht so geil von mir gemacht. Das war mein Fehler. Was machst du? Verstappen fährt nicht an die Box. Achso, aber du bist. Oh nein. Du bist schon bitte, bitte, bitte schneller raus. Schneller, 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 schneller. Oh, ich bin also vor den. Oh krass. Gott, okay, ich bin Zweiter. Ist echt krass, ne? Ich bin jetzt mal früher gegangen, das machst eigentlich ja du immer. Also man verliert schon Zeit, ne? Ja. Vor allem, weil da auch andere sind. Also ich meine, du hast dich ja für einen zweiten Fahrer entschieden. Das musst du halt leider manchmal machen. Ich meine, ich mach's auch jetzt mal, aber... Du warst ja auch Erster, also ist ja kein Problem. Aber an sich ist das echt heftig. Ja. Weiß ich. Spricht jemand aus Erfahrung, wa? In der Tat. Wa? Ach, Gasly, du kannst doch nichts. Geh doch einfach. Ich dränge mich da jetzt einfach rein, das ist mir so scheiße. Ey, die können halt echt nicht so schnell fahren wie ich. Batterie ist gut geladen. Erhöhen wir den jetzt überholt Gasly mich, oder? Nee, zwei, kann er nicht, weil ich gut bin. Okay, jetzt gehen wir ab. Gas. Meine, guck mal, was das für eine Lücke hier nochmal in uns reingehauen hat, so, ne? Ja, ja, voll krass. Sind schon ein paar Sekunden. Du bist Zweiter, ne? Geworden. Ich bin Zweiter, ja. Ah, scheiße. Okay, ich bin gleich Erster. Ist er in der Box? Ja, okay. Die müssten vor mir eigentlich auch alle in die Box gehen, also ich müsste eigentlich Zweiter sein. Wenn nicht, ja, sie gehen einfach gar nicht in die Box. Ich meine, gut, sie haben halt auf einem anderen Reifen gestartet, aber lächerlich. Lächerlich! Ja, die haben alle auf Gelb gestartet. So, ja, naja, gehen die noch nicht. So dreist. Ich bin... What the actual fuck? Ich Yo. Sehe gelbe Flagge. Ich fahre gerade rückwärts, oder? Also... Ja, ich bin raus, also fast, also... Ich sag ja, dieser erste Boxenstopp, wenn man da reinkommt, da ist so viel halt so einfach so ein ganz anderes Gefahrenpotenzial. Das war so schlecht von mir auch. Also eigentlich war es nicht so schlecht, aber es war auch schon nicht gut. Muss man sich einfach angucken, dazu will ich nicht viel erzählen. Platz 19. Saugeil. Ja, das hatte ich auch, da kann man... aufholen. Ja, ist ja nichts kaputt gegangen, aber... Echt? Oh, was hast du immer für ein Glück, Mann! Ja, es war ja kein richtiger Crash. Ich war einfach Schnauze an Schnauze mit, keine Ahnung, wer das war, irgendein McLaren, Alonso oder so. Und dann, er hat nach rechts gelenkt, ich nach links, weil er mich, wenn ich nach rechts wäre, in die Wand gedrückt hätte. Es war eigentlich voll gut, dass ich das so gemacht habe, aber letztendlich hat es mich dann doch gedreht. Also ich dachte vielleicht, ich rette mich sogar noch. Aber letztendlich hat es mich halt doch gedreht. Was halt dann echt kacke war, aber ich komme auf jeden Fall ran. Also. Vettel ja. Ist übrigens auch 17. hier. Geil. Toll. Ich bin nämlich, ich habe gerade hier Perez überholt, dann sehe ich so Vettel, 17. Ja, hi. War irgendwie im letzten Sektor gerade die ganze Zeit lila Zeiten. Eigentlich gar nichts. Ohohoho, hier sind übrigens Ricardo, Bottas und Hamilton und Vettel. Was? Also ich habe Vettel überholt. Ricardo, ach so, ja, weil die ganzen noch nicht in der Box ja, ja. Waren davor. Ricardo ist jetzt 16, dann Bottas 15, 14 Hamilton, ich 17, 18 Vettel. Und Raikön wird auch irgendwo hier sein. Junge, wie Mercedes anzieht hier. Das ist der Wahnsinn. Ach, leck mich, ich fahr jetzt aber hier vorbei. Ja, einfach alle überholen, ihr könnt mich mal. Ja, hier ist Raikön, Platz 12. Vielleicht sollte ich mir wirklich mal Hotkeys dafür legen. Echt? Ja. Ist, glaube ich, eine gute Idee. LOL! Was ist das denn? Den sollte man ins Gefängnis stecken! Also ganz ehrlich, wenn Hamilton hier irgendwas gewinnt, ne? Dann ist das ja sowas von dreist. Der hat einfach mit Absicht Sirotkin gerade weggekickt. Oder Stroll, nee, Sirotkin war's. Also, ich bitte Sie, Rennkommissare.